Das ist uns allen bestimmt schon mal passiert. Wir haben vergessen, eine Rechnung zu bezahlen. Wenn man dann aber alle Mahnungen und Bescheide ignoriert, kann es plötzlich ganz schnell gehen und das Konto wird gepfändet. Immerhin 350.000 Mal passiert das in Deutschland jeden Monat. Aber auch Schuldner haben das Recht auf ein Existenzminimum. Das kann man in Zukunft mit einem speziellen Konto vor der Pfändung schützen. Noch schnell Geld zum Einkaufen. Doch dann, nichts geht mehr. Miete und Strom werden auch nicht überwiesen. Kontopfändung. Beruhigend, dass Menschen wie ihr, egal wie hoch verschuldet, monatlich trotzdem gut 1000 Euro zum Leben zustehen. Die dürfen nicht gepfändet werden. Doch Vorsicht, benötigt sie diesen Pfändungsschutz auch künftig, sollte sie jetzt aktiv werden. Der Grund? Das Pfändungsschutzkonto, kurz P-Konto, wird ab 2012 ganz wichtig. Auf ihm ist nämlich ein Guthaben von 1028,89 Euro pro Monat automatisch vor Pfändung geschützt. Voraussetzung ist, man hat sich rechtzeitig selbst bei seiner Bank um so ein P-Konto gekümmert. Denn mit dem neuen Jahr fallen bisherige Möglichkeiten des Pfändungsschutzes weg. Beispiel Sozialleistungen. Derzeit können Betroffene der Bank Sozialleistungsbescheide vorlegen, etwa für Arbeitslosengeld 2 oder Kindergeld. Dann wird das Geld innerhalb von 14 Tagen voll ausbezahlt. Damit ist ab dem 1. Januar 2012 Schluss. Da hilft das P-Konto. Auf Antrag, ein bestehendes Girokonto in ein P-Konto umzuwandeln, dazu ist die Bank bereits heute verpflichtet. Allerdings, das Konto darf nur auf eine Person lauten. Bei Gemeinschaftskonten ist eine Umwandlung nicht möglich. Deshalb, bevor Sie ein P-Konto einrichten, hatten Sie bisher ein Gemeinschaftskonto? Dann wandeln Sie es zuerst in Einzelkonten um. Was aber tun, wenn gut 1000 Euro nicht zum Leben reichen? Zum Beispiel, weil Sie eine Familie haben. Dann können Sie auch höhere Beträge auf dem P-Konto schützen lassen. Dafür müssen Sie jedoch bei Ihrer Bank zusätzlich eine Bescheinigung vorlegen. Prinzipiell zuständig für deren Ausstellung sind etwa Jobcenter, Familienkassen oder Schuldnerberatungsstellen. Bei 2 Kindern gibt es neben dem Grundbetrag 2 zusätzliche Freibeträge. Und das Kindergeld. So dass sich der geschützte Betrag damit fast verdoppelt. Doch eine Bestandsaufnahme der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zeigt, mit den Bescheinigungen klappt es noch nicht. Oft wird den Betroffenen eine wahre Odyssee von einer Stelle zur anderen zugemutet. Es ist so, dass das Gesetz nicht klar regelt, welche Stellen solche Bescheinigungen ausstellen müssen oder können. Auf der anderen Seite die Kreditinstitute eindeutige Nachweise anerkennen müssen, aber nicht geregelt worden ist, was ein solcher Nachweis ist. Und die Gerichte letztlich nur nachrangig oder ersatzweise tätig werden, wenn der Verbraucher woanders nicht erfolgreich war. Dabei muss man bedenken, dass das in einer Situation geschieht, wo es um das Existenzminimum von Familien geht und nicht um sonstige Ansprüche, die auch schon einmal warten können. Um hier ausreichend Zeit zu haben, ist es ratsam, die Einrichtung des P-Kontos nicht aufzuschieben. Übrigens, die Bank darf für die Umwandlung ihres Girokontos in ein P-Konto kein Geld verlangen. So steht es im Gesetz. Bei dieser Bank bleibt auch die Kontoführungsgebühr garantiert unverändert. Einige Banken aber kassieren beim P-Konto ab. Dagegen können sie sich mit Unterstützung ihrer Verbraucherzentrale wehren. Doch nur wenn eine Pfändung tatsächlich nicht abzuwenden ist, sollte man den Schritt vom Giro zum P-Konto tun. Denn oft wird dabei sofort der Dispo-Kredit gekündigt. Und auch der Schufa bleibt das P-Konto nicht verborgen. Das alles könnte nicht nur beim Shoppen unangenehme Folgen haben. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren.